Moin Leute, mein Name ist Koi und in diesem Video möchte ich euch mal das Endgame von Diablo 2 vorstellen oder zumindest einen ersten Überblick geben. Das Video richtet sich also an die Einsteiger unter euch, die mal wissen wollen, was man denn am Ende eigentlich macht bzw. machen kann. Ich habe auch ein Video mit Einsteiger-Tipps und Tricks hochgeladen, falls ihr also noch Probleme habt, überhaupt ins Spiel reinzufinden, schaut da gerne mal rein, Link in der Videobeschreibung. Man muss gleich sagen, dass es ein Endgame, wie man das aus Diablo 3 oder vor allem Path of Exile kennt, gar nicht wirklich gibt. Vielmehr ist hier der Weg das Ziel. Das ist bei ARPGs ja eigentlich immer so, aber für mich ist quasi der dritte und letzte Schwierigkeitsgrad Hölle das Endgame. Und um dort erstmals richtig Fuß zu fassen, kann man auch im Albtraum-Schwierigkeitsgrad brauchbare Items farmen. Das ist ganz wichtig. Im höchsten Schwierigkeitsgrad gibt es dann aber selbstverständlich die ganz geilen Dinger. Und das ist natürlich das Ziel, die seltenen und starken Items zu farmen. Das ist das komplette Grundkonzept. Endloser, aber spaßiger Grind nach immer besserer Ausrüstung, damit man noch schneller grinden kann. Wir werden in diesem Video also erstmal besprechen, was wir eigentlich farmen wollen. Anschließend schauen wir uns an, wo und wie man an diese Items kommen kann. Und zum Schluss gibt es noch ein paar allgemeine Tipps und Hinweise. Was wollen wir also farmen? Zum einen natürlich mächtige, einzigartige Ausrüstung und Set-Gegenstände, zum anderen aber auch mächtige und vor allem seltene Runen, mit denen wir wiederum mächtige Ausrüstung craften können. Es gibt ca. 400 einzigartige Gegenstände, die nicht alle gut sind, aber einige eben schon. Dazu kommen 32 Sets, die uns mehr Boni geben, je vollständiger das Set ist. Ein Set besteht aus 2 bis 6 Teilen. Die Sets in Diablo 2 sind nicht automatisch die beste Ausrüstung, die man tragen kann, einige Sets scheinen aber ganz gut zu sein. Weiterhin gibt es 33 verschiedene Runen, die wir zu Runenwörter kombinieren können. Runenwörter sind auch wieder Ausrüstungsteile, die uns bestimmte Boni geben. Je mächtiger das Runenwort, desto seltener sind die Runen, die man dazu braucht. Soweit dazu, was wir farmen. Kommen wir nun dazu, wo wir farmen. Die einzigartigen und Set-Gegenstände droppen zwar prinzipiell nicht nur von Bossen, dennoch sind Bosse wohl die beste Möglichkeit, an diese zu gelangen. Hier ist zu beachten, dass bestimmte Units nur bei einem bestimmten Boss gefunden werden können, während andere von mehreren Übeln fallen gelassen werden. Wenn euer Buildguide euch also einen bestimmten Gegenstand empfiehlt, googelt danach, wo und auf welchem Schwierigkeitsgrad man diesen farmen kann. Beliebte Bosse sind Mephisto, Baal, Diablo, aber nicht nur Aktbosse werden gefarmt, es gibt auch Zwischenbosse, bei denen sich ein Besuch lohnt, zum Beispiel dieser Hephaisto hier mit seinen Gesellen oder auch die Gräfin, zu der wir gleich noch kommen. Es gibt Gegenstände, die ein hohes Monsterlevel benötigen, um überhaupt zu droppen. Und ein solch hohes Level haben nur bestimmte Gebiete, zum Beispiel die uralten Tunnel, die Grube, die ganz kleinen Tempel im Damm vom Kurast, das Chaos-Sanktuarium und der Weltsteinturm. Es gibt noch ein paar mehr. Tal Raschas Rüstung beispielsweise kann man nur in solchen Gebieten finden. Mephisto kann die nicht droppen. Legendäre Items und Sets sind gut und schön, aber was ist jetzt denn mit den Runen? Für Runen wollen wir nicht zwingend Bosse formen, sondern eher Gebiete mit hoher Monsterdichte. Denn je mehr Monster wir umnieten, desto höher ist die Chance, eine Rune zu finden. Und wenn wir mehr Runen finden, kann es ja auch mal sein, dass wir eine von den seltenen ins Täschchen packen. Eine kleine Ausnahme bildet hier die Gräfin, die quasi immer Runen droppt. Allerdings kann sie nicht jede Rune droppen. Die seltenste Rune, die man bei ihr finden kann, ist die Loh-Rune. Es gibt noch 5 weitere, die noch seltener sind. Aber gerade für so Mid-Level-Runen ist die Gräfin ein guter Farming-Spot. Gebiete mit hoher Monsterdichte sind zum Beispiel natürlich das Q-Level, aber auch wieder das Chaos-Sanktuarium, die uralten Tempel, die Grube und so weiter. Da hat man direkt den Vorteil, dass das ja auch Gebiete mit hohem Monsterlevel sind, sodass neben den Runen direkt bestimmte Ausrüstung droppen könnte. Generell kann man die einzelnen Strategien auch kombinieren, denn an das Chaos-Sanktuarium beispielsweise grenzt ja direkt der Diablo-Bosskampf. Man kann hier also gleichzeitig ein Gebiet mit vielen Monstern auf hoher Monsterstufe und direkt den Boss farmen. Das waren jetzt also mal ein paar Farming-Strategien. Zum Schluss möchte ich euch noch allgemeine Tipps und Hinweise an die Hand geben. Ganz vorn mit dabei ist das sogenannte Magic Find, also die Chance, einen magischen Gegenstand zu erhalten. Je mehr wir davon auf unserer Ausrüstung haben, desto höher ist die Chance auf seltene und vor allem einzigartige Gegenstände. Allerdings hat Magic Find keinen Einfluss auf Runendrops, die sind davon unabhängig.
Außerdem muss man aufpassen, wenn man Basis-Items farmen möchte, um Runenwörter zu erstellen. Denn als Basis für ein Runenwort dient ja ein graues Item mit der entsprechenden Anzahl an Sockeln. Wenn wir eine hohe Chance haben, magische oder seltene Gegenstände zu finden, dann haben wir natürlich eine geringe Chance für diese grauen Gegenstände. Wenn ihr in einer Gruppe spielt, kriegt ihr weitere Boni. Denn weitere Spieler reduzieren die Chance, dass nichts droppt. Das heißt im Umkehrschluss, dass in einer Gruppe mehr droppt. Wenn ihr einen Offline-Charakter habt, könnt ihr das auch simulieren, indem ihr dem Spiel vorgaukelt, ihr wäret in einer Gruppe. So kriegt ihr die Boni, spielt aber trotzdem alleine. Aber Achtung, die Monster sind dann auch entsprechend stärker. Das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Nicht jedes Farming-Gebiet ist direkt für einen Char geeignet. Das Chaos-Sanktuarium gilt als eher schwieriges Gebiet, für das man schon einen guten Charakter braucht. Andere Gebiete beinhalten Monster mit bestimmten Immunitäten. Hier müsst ihr also mal rumprobieren, wo ihr mit eurem Bild am besten farmt. Der letzte Hinweis für dieses Video sind Truhen. Es lohnt sich tatsächlich, Truhen zu öffnen, insbesondere diese verschlossenen. Es gibt sogar eine Farming-Strategie in Unterkurast, in der man einfach nur Truhen abklappert. Habt ihr dann alles abgefarmt und einen gut ausgebauten Charakter, könnt ihr euch den Überbossen stellen. Da sind Mephisto, Diablo und Baal in einer noch stärkeren Variante in einer Tristram-Arena, auch Uber-Tristram genannt. Wenn ihr allerdings so weit seid, seid ihr auch keine Anfänger mehr, deswegen möchte ich das an dieser Stelle nur mal erwähnt lassen. Soweit zu meinem kleinen Endgame- und Farming-Guide. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe oder ihr sonstige Hinweise habt, haut's in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Schaut auch mal auf Twitch vorbei und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.